Des Goman-Clans am Landgericht Köln. Betrug, Geldwäsche, illegale Immobiliengeschäfte. Unter anderem damit ist die Familie, die offiziell von Hartz IV lebt, reich geworden. Clanchef Michael sitzt nicht zum ersten Mal vor Gericht. Diesmal geht es um fast 1 Million Euro. Er soll ein älteres Ehepaar hier aus dem Rheinland betrogen haben, indem er von ihnen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Bargeldbeträge oder Wertgegenstände erhalten hat, für die sie nie eine adäquate Gegenleistung bzw. die nie zurückerhalten haben. Bei einer Großrazzia im März vergangenen Jahres wird Michael Goman festgenommen, 7 Autos sichergestellt. Die Stimmung damals angespannt. Und wir schwinden damit jetzt raus! Ermittlungen gegen Clans sind äußerst schwierig. Das zeigt sich besonders in Berlin-Neukölln. Wir treffen exklusiv einen LKA-Ermittler, der unerkannt bleiben will. In den Hinterzimmern, in den Kellern läuft halt ganz viel mit Prostitution, Drogenhandel. Viele Läden, wie man ja schon beobachten kann, sind von außen so gestaltet, dass man von außen nicht reingucken kann. Hier verdienen die Clans natürlich richtig viel. In letzter Zeit greift die Polizei härter durch, macht Razzien, konfisziert Autos und Immobilien. Es wird noch Jahre dauern, so der Ermittler, bis die Behörden die kriminellen Clans wirklich in den Griff bekommen.